Hey Internet und YouTube, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch einen ewigen Klassiker, die Kartoffelsuppe. Abgeschmeckt mit orientalischen Gewürzen bekommt diese Suppe nicht nur einen außergewöhnlichen Geschmack, sie ist auch extrem magenschonend und entgiftend. Das ist meine Detox-Suppe für diese Woche und wie das funktioniert, gleich nach dem Elvis. Angefangen wird mit einer großen Karotte und 4 Kartoffeln. Wir fangen einfach an, die Karotte zu schälen. Ich entferne am Anfang Spitze und Ende und schäle dann einfach mit einem Gemüseschäler die Karotte. Wer möchte, kann natürlich auch ganz einfach die Schale dran lassen. Achtet darauf, dass ihr Bio-Karotten verwendet und die Schale unter fließendem Wasser mit einem Gemüseschäler schön sauber macht. Bei den Kartoffeln kommt es auf euren Geschmack an, ob ihr lieber festkochende oder mehlige Kartoffeln verwendet. Die mehligen Kartoffeln haben natürlich viel mehr Stärke, das heißt, sie sind für Suppen optimal geeignet. Ich verwende hier allerdings festkochende Kartoffeln, ganz aus dem einfachen Grund, nachdem ich die Kartoffeln gekocht habe, kommen sie sowieso in den Mixer und dann ist es egal, ob ich festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln verwende. Allein vom Geschmack her finde ich die festkochenden Kartoffeln um einiges schmackhafter als die mehligen, deswegen verwende ich hier festkochende Kartoffeln. Jetzt schneide ich noch eine Zwiebel klein. Ich verwende hier eine weiße klassische Zwiebel, da ich den robusten, scharfen Geschmack gerne mit in die Suppe nehmen möchte. Wer es allerdings etwas milder hat, der kann gerne auch auf rote Zwiebeln zurückgreifen oder auf Schalotten. Die sind in der Regel etwas milder und bringen ein nicht ganz so kräftiges Zwiebelaroma mit in die Suppe. Meine 4 Kartoffeln, die Karotte und die Zwiebeln werde ich jetzt zusammen in die Pfanne geben, einen guten Schuss Olivenöl dazugeben und dann so lange anbraten, bis sich schöne Röstaromen entwickeln. Jetzt, wo das Gemüse schön Farbe bekommen hat, gebe ich noch einen halben Teelöffel Kreuzkümmel dazu. Wer den Geschmack gerne hat, kann auch etwas mehr nehmen. Wer den Geschmack nicht so gerne hat, nimmt weniger. Aber Kreuzkümmel passt hervorragend in unser Gericht. Und eine Messerspitze voll Chili. Ein bisschen scharf darf unsere Suppe auch werden, nicht zu viel. Kreuzkümmel und Chili werde ich jetzt noch knappe 5 Minuten mit anbraten, bevor ich dann ungefähr 750 ml Gemüsebrühe dazu schütte. Achtet darauf, dass das Gemüse komplett mit der Brühe bedeckt ist und dann könnt ihr das eine halbe Stunde köcheln lassen. Ich schneide jetzt noch ein bisschen Knoblauch klein, ungefähr 3 Scheiben, 1 mm dick. Dazu reibe ich etwas Ingwer. Das hängt von eurem Geschmack ab, wie viel Ingwer ihr verwendet. Ich bevorzuge ungefähr einen halben Teelöffel bis einen Teelöffel. Dazu kommt noch ein Teelöffel Currypulver und ein halber Teelöffel Kurkuma. Das Ganze lasse ich ungefähr 5 Minuten ziehen, allerdings bei abgeschaltetem Herd. Achtet bei der Verwendung von Kurkuma darauf, dass ihr das immer in Kombination mit Fett und schwarzem Pfeffer verwendet. Warum? Zum einen ist Curcumin, das ist der Wirkstoff von Kurkuma, nur fettlöslich. Und zum anderen sorgt das Peperin, das ist das Alkaloid im schwarzen Pfeffer, dafür, dass ihr den Wirkstoff von Kurkuma ungefähr 20 Mal besser aufnehmen könnt. Während Knoblauch, Ingwer und die Gewürze in die Suppe 5 Minuten einziehen, werde ich 2 Frühlingszwiebeln klein schneiden, denn die brauchen wir später als Einlage für die Suppe. Ich werde jetzt ungefähr 1/3 des Gemüses auf die Seite geben. Das brauchen wir später als Einlage. Der Rest kommt in den Mixer.
Ganz zum Schluss kommen jetzt noch 20 Gramm vegane Butter. Wer wissen möchte, wie man die selber macht, schreibt es mir in die Kommentare, und ungefähr 150 Gramm Sahne in Form von Kokosmilch dazu. Wer den Kokosgeschmack nicht mag oder nicht unbedingt vegan essen möchte, kann natürlich auch 20 Gramm Butter und 150 Gramm Sahne nehmen. Wir verwenden 20 Gramm vegane Butter und 150 Gramm Kokosmilch. Das war meine Version des zeitlosen Klassikers, meine Version der Kartoffelsuppe mit Kurkuma, mit Curry, mit Ingwer, mit Knoblauch, Frühlingszwiebeln. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, lasst mir, keine Ahnung, ich probiere die jetzt mal. Die Zitronenschalen, der Ingwer, die harmonieren hervorragend miteinander. Die Frühlingszwiebeln bringen die gewisse frische Note mit rein. Der Currygeschmack kommt gut raus. Eine schöne, leichte Schärfe. Hervorragend, lecker. Nachmachen, probieren, in die Kommentare schreiben, ob es euch geschmeckt hat. Schreibt mir auch, wie ihr eine Kartoffelsuppe machen würdet. Und ansonsten bleibt gesund, haut rein.